Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Discworld 2. Vermutlich vermisst. Leute, tut mir leid, es gab ein paar technische Schwierigkeiten, zumindest bei dem heutigen Aufnahmestart, deswegen hat es auch etwas länger gedauert. Tut euch einen Gefallen, wer dieses Spiel jemals per Emulator spielt, legt nicht CD2 ein, werdet dann vom Spiel aufgefordert, CD1 einzulegen und fangt dann weiter an, im ersten Akt zu spielen. Das habe ich gemacht und es hat mir tierisch den Spielstand versucht zu zerschießen. Ich konnte jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt gespielt hätte, hätte ich einen Ort betreten können, der erst im übernächsten Kapitel verfügbar gewesen wäre. Totaler Humbug. Deswegen entschuldige ich mich ein wenig für die Worterei. Auf jeden Fall. Wir müssen ein Double für tot finden, denn der Gute ziert sich, in die Luft gejagt zu werden. Ich meine, das ist doch heute gang und gäbe bei den Weltstars. Vor allem, er ist unsterblich, er ist ein Skelett, was soll denn schon groß passieren? Nun, wir können nichts dagegen machen, jeder von diesen Stars hat halt seine Star-Allüren. Also, wo kriegen wir am besten ein Skelett-Double her? Nun, es ist ein Ort, wo ich sagen muss, den hätte man wirklich nicht sofort gesehen, denn es ist hier in den Schatten. Und zwar handelt es sich dabei hier um diese Tür, die man eigentlich im Vorbeigehen überhaupt nicht sehen würde. Oder was meint ihr? Ich meine hier so kleine Türchen. Ich will nicht Bruder Rincewind sein, wenn die Tür dort keinen Zugang zu einer Geheimgesellschaft ist. Schön, dass jetzt das Spiel schon wieder am Abfacken ist mit dem Sound. Moment, Leute. Ich werde es ganz kurz korrigieren. Und da sind wir auch schon wieder. Jupp, jetzt geht's wieder. Hört euch nochmal ein. Ich will nicht Bruder Rincewind sein, wenn die Tür dort keinen Zugang zu einer Geheimgesellschaft ist. Genau, wir haben endlich diese Tür entdeckt, also klopfen wir einfach mal an. Hallo? Hallo? Oh ja, das klingt gut, was? Eine solche Einstellung erwarte ich von euch Faschisten. Wie bitte? Ich hab doch gar nichts gesagt. Ja, genau. Damit fängt's an. Tod hier und tot dort. Behaupte bloß nicht, dass du solche Worte nie benutzt hast. Ich habe keine Vorurteile. Vorurteile sind nicht nur dumm, sondern auch todlangweilig. Na bitte, ich wusste es. Wenn es für uns Tote jemals Gerechtigkeit geben soll, müssen wir bei den Wurzeln anfangen. Nicht ein bisschen tiefer? Versuch bloß nicht zu bestimmen, wie aktiv wir sein dürfen. Lebi, Rechte für Tote, das verlangen wir. Wenn du nicht tot bist, so bist du für uns gestorben. Dieser Club ist nur für die Kinder der Nacht. Lebende haben hier nichts verloren. Alter, wen nennst du hier Lebi? Ich habe in meiner Truhe den offiziellen Beweis, dass ich tot bin. Es ist zwar schon ein bisschen her, aber ich bin tot. Hier, guck hin. Oh, du bist also tot. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Die Kleidung bietet einen guten Hinweis. Na schön. Komm rein, Bruder... Rincewind! Bruder Rince... Dingsbums. Herein, herein. Die Sitzung beginnt gerade. Grüß euch, Brüder. Und die Schwestern? Entschuldigung, ich grüße auch euch Schwestern. Erlaubt mir, unser neuestes Mitglied vorzustellen. Rincewind! 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 Wind! Ah, du meinst nur ein Lüftchen, Bruder. Passiert uns allen. Poltergas? Wie? Ist er, Poltergas? Immerhin hat er sich als Wind vorgestellt. Ja, vielleicht. Wie dem auch sei, Brüder und Brüderschwestern, lasst uns nun die Hymne unseres Clubs des neuen Anfangs singen. Und eins und zwei. Ankh-Morpork, Ankh-Morpork, stolz sind wir auf dich, o herrliche Stadt. Deine Straßen und Türme, nie haben wir sie satt. Auch deinen Schlamm, den Heeren, wir gern und oft verehren. Wir lassen nicht zu, dass Fremde voller Niedertracht besudeln deinen edlen Schlamm, dagegen kämpfen wir mit aller Macht. Zieh selbst kriechend in die Schlacht. Freunde, wir müssen den Tod nicht einfach so hinnehmen. Ich sehe ein Land, in dem die Toten einen Platz neben den Lebenden bekommen.
obwohl die meisten von ihnen gestützt werden müssen oder zusammengenäht sind. Ich sehe einen Ort, wo Geister ihre Fesseln abstreifen und dabei mithelfen können, die Gesellschaft gerechter zu gestalten. Wo ein Mann stolz den Kopf heben kann, um ihn anschließend unter den Arm zu klemmen. Wo er auch die Faust recken darf, wenn er weiß, wo er sie hingelegt hat. Wo er sagen kann, ja, ich bin mausetot, aber ich finde mich nicht damit ab. Das, meine lieben Freunde, ist der Club des neuen Anfangs, wie sie es so schön selbst nennen. Ja, das kommt halt dabei raus, wenn man die Nicht-Toten durch die Stadt laufen lässt. Irgendwann treffen sich untereinander. Und wie es so schön in Monkey Island hieß, mehr als zwei Leute ist schon ein Komplott dabei. Wer schießt denn hier mit Kanonenkugeln? Das ist dieser schreckliche Admiral Cassava. Wenn er sieht, dass sich drei Piraten miteinander unterhalten, denkt er gleich an eine Verschwörung. Deshalb beschießt er uns mit Kanonenkugeln. Wenn es mir hier am Strand nicht so gut gefiele, würde ich raussegeln und ihm gehörig die Meinung sagen. Wir haben hier eine ganze Menge Ansprechpartner, vom Graf und Gräfin über den schwarzen Mann hinter der Tür, den guten alten Windel, Rack Shoe, zu dem ich eigentlich hätte was lesen müssen, muss ich jetzt gestehen, weil ich wette, Rack Shoe gibt es, könnte ich jetzt drüber recherchieren, wer er ist. Aber es muss, also wenn, dann müsst ihr mir ein bisschen was über ihn erzählen, weil ich habe jetzt meine Recherche für diese Aufnahme auf Tod konzentriert und alles, was wir noch in dem Zusammenhang begegnen werden. Also, tut mir leid. Und Ixulit, eine Banshee, glaube ich, war er. Also, ich will euch den lustigen Dialog natürlich nicht vorenthalten, also gehen wir doch einfach mal der Reihe alle durch. Fangen wir mit Graf und Gräfin an. Graf Notfarute, ein Vampir mit sozialen Ansprüchen. Erstaunlich, dass Vampire immer Abendkleidung tragen, nicht wahr? Ich meine, es ist eher unwahrscheinlich, dass sie zu irgendeiner Party eingeladen werden. Naja, Abendkleidung, ich meine, zu welcher Uhrzeit gehen sie denn sonst vor die Tür? Passt am besten. Die Gräfin Notfarute nehme ich an. Ich bin froh, dass sie eine Braut der Finsternis ist. Im hellen Licht sehe ich sie nicht gern. Das glaube ich dir sofort, Ritzwind. Hallo, Graf. Hallo. Wir sind also untot, wie? Das brauchst du gar nicht so von oben herab zu sagen. Wir sind die dunklen Kinder der Nacht, jawohl. Dunkle Kinder? Ihr seid so blass wie... Nun, ihr seid ziemlich blass. Das gilt zumindest für ihn. Bei dir ist es mehr Talkumpuder. Du meinst das Make-up. Ich bin ein Vampir und sie ist meine Braut der Finsternis. Nun, früher war sie die Braut eines Obst- und Gemüsehändlers. Obst und Gemüse, Import und Export. Und dann eines Nachts, zack, plötzlich bin ich Vampir. Niemand hat mich nach meiner Meinung gefragt. Ein kurzer Biss in den Hals und jetzt bist du ein Vampir, Kumpel. Wenn du ein Vampir bist und sie nicht, warum trägt sie dann solche Kleidung? Eine Frau sollte die Hobbys ihres Mannes teilen. Außerdem hat man dabei Gelegenheit, interessante Kostüme zu tragen. So kann man die ganze Sache auch sehen. Das würde einigen Frauen, deren Männer sich für Cosplay interessieren, sicherlich interessieren. Dann würden wir wenigstens mehr Sakuras draußen auf der Straße rumlaufen haben. Ach, das wäre schön. Dünne Sakuras, bitte. Damit ich alles richtig verstehe, ihr beide seid also urbane Vampire, wie? Schreckliche Geschöpfe der Finsternis und so weiter. Ja, das stimmt. Wenn ich mich recht entsinne, bist du in der Sirupstraße als Obst- und Gemüsehändler tätig gewesen. Früher ja. Es war ein tolles Geschäft. Wir haben nicht mit dem üblichen Obst und Gemüse gehandelt. Nein, zu unserem Angebot gehörten Spezialitäten wie zum Beispiel der klatschianische Riesenpfirsich. Solche Köstlichkeiten bekam man nur bei uns. Riesenpfirsiche? Ja, fast 2 Meter hoch und 500 Pfund schwer. Ach, sie waren wunderschön. Bei Offlas Zähnen, wer verspürt Appetit auf eine halbe Tonne Pfirsich? Niemand. Man jagt sie wegen des Fells. Nun, als das Schicksal meinen Mann auf eine höhere Existenzebene beförderte, hielt ich den Zeitpunkt für gekommen, unser Dasein zu ändern.
Ich meine, wenn es jemand mit dem Herrn der Nacht zu tun bekommt, er möchte nach dem Erwachen sicher nicht feststellen müssen, dass er zwei Löcher im Hals hat und nach Pfirsichen riecht. Deshalb mussten wir das Geschäft aufgeben, nicht wahr, Graf? Ja, Schatz. Erinnert mich an Jagd nach Pfirsichen. Erinnert mich an irgendeinen Film. Und die beiden an ein gewisses Ehepaar bei TV Total. Wie hießen die nochmal? Warum seid ihr beiden hier? Mom, es nervt, den ganzen Tag im Sarg zu hocken. Hör du den anderen zu, Schatz. Wir halten es für sehr wichtig, unser untotes Bewusstsein zu erweitern. Es ist eine Schande, wie die Toten heutzutage behandelt werden. Man schenkt ihnen kaum Aufmerksamkeit. Ebenso gut könnte man sie einfach irgendwo verbuddeln. Genau. Wie dem auch sei, wir sind hier, um etwas dagegen zu unternehmen. Reck hat recht. In jedem von uns gibt es einen Toten, der auf die Gelegenheit wartet, sich zu zeigen. Ja, Ingrid und Klaus sind untot. Kommt mir so vor. Ein vampirischer Gemüsehändler, wie? Ich schätze, ich werde nie wieder Kohl essen. Guckt er dich mit scharfen Augen an, wenn du ihn jetzt vor dir hast, Ransvent? Kohl mit roten Augen, fehlen nur noch die Todesszene. Windeln machen wir mal zum Schluss, würde ich sagen. Der Gute hat einen Sondereinsatz verdient. Nehmen wir erstmal den schwarzen Mann, der ist sowieso cooler. Hallo, Black Man hinter der Door. Hallo, du hast keine Angst vor mir, oder? Nein, warum? In letzter Zeit scheine ich niemanden mehr zu erschrecken. Oh, tut mir leid. Um ganz ehrlich zu sein, ich fürchte mich. Ich bin geradezu entsetzt. Der Panik nahe. Fühlst du dich jetzt besser? Eigentlich hast du gar keine Angst. Doch. Warum läufst du dann nicht weg? Weil ich vor Angst wie gelähmt bin. Ja, genau, wie gelähmt. Bei klarem Verstand bin ich in einem Kokon aus Unwirklichkeit gefangen und kann die Beine nicht mehr bewegen. Voller Grauen stehe ich wie angewurzelt. Tatsächlich? Und ob? Wenn ich noch mehr Angst hätte, fielen mir die Ohren ab. Das ist mein voller Ernst. Ich habe vergessen, ihn zu untersuchen. Entschuldigt, Moment. Ein besonders schüchterner schwarzer Mann. Nun, wenn es schon die Verkörperung von Kindheitsneurosen geben muss, warum dann nicht eine, die man gelegentlich zum Kaffeetrinken einladen kann? Ist ein Argument. Ich dachte, beim letzten Mal hätten wir dich geheilt. Was ist mit der alten Tür passiert? Jemand hat immer wieder Briefe darunter geschoben. Wenn ich das Ding nicht aufgegeben hätte, wäre ich in einer Flut von Post erstickt. Am schlimmsten war der Geruch der vielen Parfümproben. Ich glaube, man nennt das Zeug Amber oder so. Nach einigen Wochen zersetzt es sich und dann hat man einen Haufen. Woraus besteht Amber eigentlich? Ich glaube, man bekommt es, wenn sich irgendwo ein Wal übergibt. Das Zeug verwandelt sich dann in Parfum. Seltsam, aber wahr. Wer mag der erste Mensch gewesen sein, der das Erbrochene eines Wals sah und dachte, das lässt sich zu Parfum weiterverarbeiten? Tja, sowas stimmt einen nachdenklich. Ein Verwandter von Dieter Bohlen. Man kann selbst Kotze und Scheiße in Geld verwandeln. Tjo. Nimmst du häufig an solchen Treffen teil? Nein, eigentlich nicht. Ich bin nicht in dem Sinne tot, weißt du, nur untot. Aber die Mitgliedskarte gibt einem Anspruch auf interessante Rabatte. Billige Grabsteine, besonders günstige Särge, solche Sachen. Ja, aber wenn du gar nicht stirbst, ich meine, wenn bei dir gar keine Bestattung notwendig wird, dann kannst du doch auf sowas verzichten, oder? Es sind großartige Geschenke. Zum Beispiel, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hier ist ein Grabstein mit der aufrichtigen Hoffnung, dass du ihn bald verwenden kannst. Klingt doch nicht schlecht, oder? Hast du viele Freunde? Du brauchst diese Frage nicht zu beantworten, wenn du nicht willst. Oh, fies, Ransford, richtig fies. Also das wäre der bessere Sarkasmus-Kommentar gewesen. Und mir fällt gerade auf, dass der schwarze Mann den Sprecher vom Erzkanzler hat, wenn ihr mal hinhört. Der schüchternste schwarze Mann weit und breit.
Nun, unter günstigeren Umständen wäre ich jetzt wirklich erstaunt und auch fasziniert. Ja, aber die Umstände, dass Tod ein Schauspieler sein will, sind wohl kaum normal. Rack Shu. Na, Moment, erst ansehen. Rack Shu, ein Zombie mit einer Mission. Ich würde ihm die Hand schütteln, doch vielleicht hätte ich nachher mehr Finger als vorher. Hihi. Entschuldigung. Psst. Oh, Rack will wohl nicht mit uns reden. Entschuldigung. Psst. Warum auch immer, verstehe ich nicht, aber egal. Dann gehen wir zu Ixolith weiter. Ein männlicher Banshee? Nun, ich schätze, es muss auch sie geben. Ich wünschte, das wäre nicht der Fall, aber so ist das eben. Stimmt, wenn man so drüber nachdenkt, Banshees und Todesfeen habe ich bisher in jeder Mythologie und in allen Videospielen, in denen sie so gezeigt wurden, als Weibchen gesehen. Deswegen auch Todesfee lässt sich besser darstellen. Hm, warum ausgerechnet ein männlicher Banshee? Hm. Entschuldigung. Und offenbar wollen sie beide nicht mit mir reden.